Hallo, wie geht es? Ich heiße Alicia und ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du Lust zum Lernen hast. Wenn du damit einverstanden bist, können wir uns duzen und unseren Minikurs beginnen. In dem Kurs lernst du brasilianisches Portugiesisch. Portugiesisch, es klingt ein bisschen anders in Brasilien und in Portugal. Deswegen, ich komme aus Brasilien und ich spreche und unterrichte brasilianisches Portugiesisch. Okay? Und in dieser ersten Lektion lernen wir zuerst deine ersten Wörter und Sätze auf Portugiesisch und auch wie brasilianisch klingt. Okay? Dann beginnen wir sofort unseren Minikurs mit Cumprimentar. Os cumprimentos, das heißt begrüßen, die Begrüßungen. Und natürlich begrüßen wir in Brasilien ganz locker mit Oi. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Oi. Oi ist wie Hallo. Okay, ist locker, aber das passt in Brasilien fast immer. Warum? Weil Brasilianer, wir sind als Volk so eher informeller. Okay, deswegen Oi ist Hallo und passt in alle Situationen. Möchtest du ein bisschen spezifischer sein, dann kannst du natürlich auf Portugiesisch Bom dia sagen. Bom dia heißt guten Morgen, guten Tag. Und am Nachmittag sagst du Boa tarde, wenn du möchtest. Und wenn es schon dunkel ist, guten Abend, gute Nacht heißt auf Portugiesisch Boa noite. Wir werden diese Ausdrücke wiederholen, keine Sorge, aber zuerst sehen wir alle, damit du ein Gespräch dann führen kannst. Dann, nach unserer Begrüßung, sagen wir, wie geht es? Auf Portugiesisch heißt Como vai? Como vai? Und wir sagen, ja, gut, bem. Aber gut ist nicht genug, okay? Wir sollen uns bedanken. Und wir bedanken uns auf Portugiesisch, indem wir Obrigado, Obrigada sagen. Wenn du ein Mann bist, sagst du exklusiv Obrigado. Wenn du eine Frau bist, sagst du Obrigada. Okay? Und wenn es dir gut geht, dann sagst du bem und dann obrigado bzw. obrigada. Wenn es dir nicht so gut geht, sagst du eher normal. Okay? Und als Mann bedankst du dich mit obrigado, als Frau mit obrigada. Und wir können uns verabschieden, indem wir até logo sagen. Até logo oder auch adeus. Adeus ist kurz, aber ist nicht so häufig, kann man sagen. Wenn du magst, kannst du sagen. Und zu até logo gibt es eine sehr schöne Reaktion. Und das ist até. Siehst du, so einfach. Até logo und die Reaktion até. Até funktioniert nicht allein. Okay? Muss immer mit até logo dann kombiniert werden. Wir wiederholen. Dann, wir sagen Oi, Bom dia, Boa tarde, Boa noite. Como vai? Bem, obrigado, obrigada. Normal, obrigado, obrigada. Até logo. Adeus. Até. Und lernen wir jetzt wichtige Ausdrücke. Okay, wichtig heißt auf Portugiesisch importante. Wir wollen por favor sagen. Und das heißt bitte. Por favor. Wir werden uns bedanken und das weißt du schon. Das heißt obrigado, obrigada. Und die Reaktion zu obrigado, obrigada ist de nada. Und wenn du einen Fehler gemacht hast, sagst du Entschuldigung, perdão. Auf Portugiesisch. Und die Reaktion zu Perdão ist Não tem problema. Okay? Und sehr wichtige Wörter, sehr kurz und wichtig, sind Sim, não. Sim, não. Ja, nein. Wir wiederholen.
importante. Por favor. Obrigado, obrigada. De nada. Perdão. Não tem problema. Sim. Não. Ok? Gut, siehst du, wenige Minuten hast du schon, kannst du schon ein kurzes Gespräch dann führen auf Portugiesisch. Hier hast du Übungen im Material, das kannst du herunterladen, die Übungen machen und die Antworten sind auch dabei. Okay? Deswegen, wenn du unser Video dann pausen möchtest, um die Übungen zu machen, kannst du das machen. Und wenn du weiter ein Video anschauen möchtest, kannst du auch, weil es geht weiter mit unseren Buchstaben auf Portugiesisch. O Alphabet, das Alphabet. Und wir werden die Buchstaben auf Portugiesisch so identifizieren. U A, U B. U heißt der, okay? Die Buchstaben auf Portugiesisch sind männlich, deswegen U A. Okay? Und die Buchstaben haben folgende Namen. A, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, C, cedilha. Okay? Gut, ich weiß, es war viel Information auf einmal, aber das muss man lernen, okay? Und pass auf, dass bei unserer Buchstabe E und O haben wir zwei mögliche Namen im Portugiesisch. E, E, O, O. Okay? Und beide sind richtig. Kannst du beide verwenden. Okay? Gut, hier hast du eine Übung. Und weiter geht es mit unserer Aussprache, die Vokalen. Und keine Sorge wegen unserer Beispiele. Das sind Personennamen oder Wörter, die du jetzt nicht merken musst. Aber wenn du diese merken möchtest, kannst du. Du hast Material dafür. Okay, alles inklusive dem Minikurs. Dann lernen wir das auf Portugiesisch. Com heißt mit und sem heißt ohne. Dann haben wir unser Buchstabe A, Vokal A. I, A hat hier ein Dings, okay? Oh, was ist das? Das heißt A com acento agudo, okay? A com acento agudo hat ein offener Laut. A com acento grave hat auch ein offener Laut, okay? Siehst du, wird anders geschrieben, aber unser Laut ist eigentlich das gleiche. Und dann haben wir A com tio. Das heißt, dass unser Laut wird nasal sein. Und A com circunflexo heißt, dass unser Laut geschlossen sein wird. Okay, deswegen, das musst du merken. Weil im Portugiesisch haben wir acento agudo, acento grave, tio, circunflexo. Und je nachdem, welche von denen wir verwenden werden, dann klingt dieser Vokal ein bisschen anders. Okay? Und acento heißt acento, okay? Einfach so, dieses Symbol hier. Wenn du meinst, zum Beispiel, du sprichst mit Akzent, Akzent heißt auf Portugiesisch sotaque. Okay, zum Beispiel, ich habe sotaque de São Paulo. Ich komme aus São Paulo und ich spreche, wie die Leute dann in São Paulo sprechen. So ist mein Akzent in Brasilien, okay? Aber ich unterrichte Brasilianisch, Portugiesisch, ich spreche Brasilianisch ein bisschen mit Sotaque aus São Paulo, aber was du hier lernst in unserem Minikurs, kannst du verwenden, wenn du mit Muttersprachler, die Portugiesisch sprechen, dann redest, okay? Es gibt Besonderheiten im brasilianischen Portugiesisch, ein bisschen anders von Portugal, aber das ist kein Problem für die Kommunikation. Okay, deswegen, hier lernst du Brasilianisch, aber wenn du nach Portugal reist, was du hier im Kurs gelernt hast, kannst du verwenden überall, wo Portugiesisch dann gesprochen wird.
Okay, super, oder? Dann weiter geht es mit einer wichtigen Information. Die Art und Weise, die Vokale auszusprechen, kann je nach Region variieren. Okay, deswegen bist du unterwegs in Brasilien, vielleicht sind die Vokale ein bisschen anders ausgesprochen. In einigen Regionen ist die Tendenz eher nach E, andere Ä zum Beispiel, aber das ist kein Problem. Wir können uns verstehen, kein Problem. Okay, aber natürlich, man spricht ein bisschen anders, je nachdem, wo man ist. Aber trotzdem, die Kommunikation ist hier effektiv. Kein Problem. Okay, gut. Dann wichtig ist, dass Vokale können offen oder geschlossen sein. Haben wir schon gesehen. Unser Beispiel ist Casa. Casa heißt Haus. Und dann haben wir K, und das ist ganz offen. K, mein Mund ist okay, groß hier. K. Und dann haben wir Sa. Sa ist eher geschlossen, deswegen Mund ein bisschen zu. Casa. Casa. Siehst du? Und dieser Unterschied haben wir in Portugiesisch. Im Deutsch ja nicht. Aber wir lernen Portugiesisch und müssen wir auf solche Besonderheiten dann auch achten. Okay? Aber keine Sorge. Was wir jetzt lernen, ist ein bisschen die Theorie, damit du die Prinzipien dann verstehen kannst. Aber wie du die Aussprache von Portugiesisch besser lernen wirst, ist, indem du viel Kontakt mit der Sprache hast, indem du viel Portugiesisch hörst. Dann musst du nicht aufpassen, was wird dann gesagt. Musst du nicht auf den Inhalt aufpassen, sondern einfach auf die Laute. Deswegen empfehle ich dir, einfach Musik auf Portugiesisch zu hören. Okay? Podcasts oder Fernsehsendungen, alles auf Portugiesisch. Verstehst du nichts, ist kein Problem. Okay, sollst du einfach die Klänge dann hören und spüren, wie dann Portugiesisch ausgesprochen wird. Und das ist schon wichtig, damit du in der Sprache dann eintauchen kannst. Okay, kostet nichts, Musik zu hören, das machen wir sehr gerne und hilft viel. Okay, die Theorie verstehen, aber wichtig auch viel Kontakt mit der Sprache zu haben. Und das ist ein sehr guter Tipp für dich. Okay? Gut, dann sehen wir die Vokalen A, E, I, O, U mit Acento agudo und das heißt offener Laut, wie bei Rádio. Aber A, E, O mit Circunflexo, das heißt geschlossen, wie Câmera. Okay? Und beide Wörter hier, Großmutter, Großvater auf Portugiesisch, werden anders ausgesprochen, sind zwei verschiedene Personen, Großmutter, Großvater, und die Wörter sind auch anders. Großmutter heißt Avó und Großvater heißt Avô. Siehst du? Avó offen, Avô geschlossen. Okay? Gut, dann lernen wir weiter. Das, und das ist extrem wichtig, alle Vokale vor M oder N sind auf Portugiesisch nasal. Es gibt Ausnahmen, aber tendenziell ist das so. Deswegen werden wir hier Cama aussprechen. Cama. K, ja, mit der Nase. Und Ma, offen. Okay? Cama. Und das ist so. Okay? Noch ein Beispiel. Leão. Leões, beide nasal. Leão, leões. Und auf Deutsch ist die Nasalisierung sehr sanft. Okay? Deswegen für dich als Deutschsprachige kann das eine kleine Herausforderung sein, wenn du Portugiesisch lernst. Aber du musst einfach versuchen, dass diese Nasalisierung wie ein Muttersprachler macht. Das heißt, die Luft soll Richtung Nase gehen, wenn du Leão sagst. Leão. Okay, nach oben. Und da ist die Luft in der Nase und es kribbelt sogar ein bisschen. Okay, und du spürst eine Vibration. Leão. Okay, wenn du Leão sagst oder Leões. Okay, da ist ein bisschen eine Vibration. Aber vor allem spürst du, dass die Luft hier ist. Es ist ein bisschen wärmer hier in dieser Region, wo deine schöne Nase ist.
Okay? Und so ist es im Portugiesisch die Nasalisierung. Okay? Und wir mögen Vokalen in Portugiesisch. Okay? Wir mögen, nein, wir lieben Vokalen. Okay? Die Sprache klingt so melodisch, weil wir auch viele Vokalen haben. Vokalen sind eher offen, deswegen ist unsere Sprache so melodisch auch sehr offen. Okay? Und hier hast du ein Beispiel von einem Satz exklusiv mit Vokalen. Und dieser Satz ist völlig richtig im Brasilianisch und ich werde für dich aussprechen. Ich habe das normal, wie meine Geschwindigkeit war ganz normal in Brasilien und ich werde jetzt ein bisschen langsamer wiederholen. O, u, a, we, a, i, o, u, a, we, e, u, u, o. Okay? Und jetzt noch einmal, aber schneller. O, u, a, we, a, i, o, u, a, we, e, u, o. Und das heißt, schau mal, was für ein Chaos. Das Chaos ist das Schlimmste. Okay? Auf Deutsch zwei Zeilen lang, auf Portugiesisch nur eine und nur Vokalen. Okay? O, u, a, we, a, i, o, u, a, we, e, u, o. Okay, ich hoffe, dass es dir gut gefällt, weil ich liebe diesen Satz. Das ist sehr, sehr typisch brasilianisch. Okay, gut, dann Vokalen, sehr gerne. Okay, und wie gesagt, nasalisieren wir sehr oft in Brasilien, aber es gibt Ausnahmen zu diesem Prinzip hier. Und weiter geht es mit einer wichtigen Information und das heißt, E am Wortende wird wie I ausgesprochen. Das heißt, tardi. Noite. Die Wörter haben wir schon gelernt und werden so ausgesprochen. Tardi, noite. Und O am Wortende wird als U ausgesprochen. Das heißt, obrigado, como, logo. Und die Wörter haben wir auch schon gelernt. Vielleicht hast du schon das bemerkt. Uff, warum schreiben wir O, aber werden wir U aussprechen? Weil die Sprache ist einfach so. Okay, deswegen, das sind unsere Prinzipien. Okay? Und lernen wir ein bisschen zum Thema Betonung, okay? Damit deine Melodie auf Portugiesisch richtig ist. Okay? Nicht nur die Laute richtig ausgesprochen werden, sondern auch dieser Rhythmus der Sprache dann, wie unser Rhythmus als Brasilianer dann klingen soll. Okay? Dann haben wir im Portugiesisch ein wichtiges Prinzip. Wenn ein Wort einen Akzent hat, da ist die betonte Silbe. Einfach so. Sehen wir zum Beispiel Musica, Perdão, Metro. Und hier haben wir Acento, okay? Acento agudo, tio, Acento circunflexo. Okay? Und diese Symbole hier sagen wir uns. Okay? Aufpassen, hier sollen wir betonen. Wir sollen diese Vokal dann ein bisschen lauter aussprechen, betonen. Okay? Musica, perdão, metrô. So klingt es. Und ein Wort kann sehr lang sein, wie zum Beispiel paralelepípedo. Wörter auf Portugiesisch sind normalerweise nicht so lang. Okay? Aber das ist ein Beispiel von einem langes Wort. Und hier haben wir acento. Und sehen wir acento, betonen wir automatisch. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Und fertig. Und das heißt Kopfsteinpflaster, was auf Deutsch schon ein Zungenbrecher ist, auf Portugiesisch auch. Okay? Gut, dann weiter geht es mit noch einem Prinzip. Und das heißt, wenn ein Wort auf A, E, O, as, es, os, ng, eng endet, betonen wir die vorletzte Silbe. Okay? Zum Beispiel obrigada, tarde, obrigado. Und so ist unsere Melodie. Viele, viele Wörter sind wie diese. Okay? In Portugiesisch dann betont wir die vorletzten Silbe. Und es ist egal, wie lang ein Wort ist. Okay? Mit diesen Endungen werden wir die vorletzte Silbe betonen. Gut, dann lernen wir Konsonanten. Oh, super. Dann, im Portugiesisch haben wir in aller dieser Kombinationen nur ein Laut. Und unser Laut ist G.
Okay, hier ist unser Symbol in dem internationalen phonetischen Alphabet. Wenn du das nicht kennst, kannst du ignorieren. Es ist nur damit, wenn du das schon weißt, dann weißt du, oh, okay, einfach G. Okay? Und hier werden wir folgende Kombinationen haben. Ich sage auf Portugiesisch, okay? G-A, G-O, G-U, G-U-E, G-U-I. Wobei in diese G-U-E, G-U-I U stumm ist. Prinzipiell. Okay? Und unser Laut ist immer G. Das heißt, unsere Beispiele sind Namen von Personen und werden wie folgt ausgesprochen: Gabriel, Diego, Gustavo, Miguel, Guilherme. Aufpassen! Miguel, Guilherme, U wird geschrieben, aber nicht ausgesprochen, ist stumm. Es gibt Ausnahmen, aber prinzipiell ist es so. Okay? Weiter geht es mit unser Laut J. Siehst du, Symbol hier ist wie im Französisch Jure. Okay, genau das gleiche. J. Und dieser J-Laut entsteht, wenn wir J-A, J-E, J-I, J-O, J-U, G-E, G-I haben. Das heißt, Janaína, João, Júlia, Gilberto, Geraldo. Siehst du? Immer. Okay? Gut, dann haben wir in all diesen schönen Kombinationen, unser Laut ist K. Okay? Ganz einfach. Das heißt C-A, Q-A, C-O, Q-O, C-U. Q-E, Q-I. Wobei in Q-E, Q-I, U stumm ist, wird geschrieben, aber nicht ausgesprochen. Dann entsteht dieser K-Laut. Carlos, Marcos, Custódio, Henrique, Quitéria. Siehst du? Okay. Aber pass auf. Ki ist stumm. Es gibt aber welche Ausnahmen. Und weiter geht es mit W. Bei V werden wir W aussprechen, wie im Deutsch Wald. Das heißt, Wladimir, Victoria, Vanessa. Okay? Und bei dieser Laut S, wie im Deutsch Sonne, haben wir Folgendes. Opa, hier. José wird wie S ausgesprochen, weil es hier zwischen Vokalen ist. José. Bei Carlos Alberto wird S hier als S ausgesprochen, weil S befindet sich am Wortende und das nächste Wort beginnt mit einem Vokal. Das heißt Carlos Alberto, José. Und Z ist S. Das heißt Luz, Luzia. Okay? Gut. Ich weiß, das ist ein bisschen verwirrend am Anfang, aber du wirst dich daran gewöhnen. Es ist einfach ein bisschen mehr Kontakt mit der Sprache. Wie gesagt, die Theorie ist hier, aber du sollst viel Musik auf Portugiesisch hören und das wird wirklich helfen. Okay? Gut, dann weiter geht es mit unser S-Laut. Okay? Und das entsteht, wenn wir zum Beispiel Conceição haben. Graça. Larissa. César, Inácio, Sandra, Cristina, Afonso. Was passiert hier? Sandra ist unser Buchstabe S am Anfang des Wortes. Sandra. Bei Cristina ist S am Ende derselbe und danach folgt ein Konsonant. Cristina. Und bei Afonso haben wir S hinter Konsonant. Afonso. Okay? Ich weiß, es ist ein bisschen verwirrend am Anfang, aber du wirst dich schnell daran gewöhnen. Und hier werden wir Sch haben in dieser Kombinationen hier, aber nur in Portugal und in Brasilien nur in Rio de Janeiro. Deswegen, wenn du das nicht merken möchtest, musst du nicht.
Es ist nur, weil wenn du vor Ort bist in Rio de Janeiro, dann spürst du, dass die Leute ganz häufig machen. Deswegen in Rio de Janeiro werden folgende Wörter so ausgesprochen: Durch, wie Schule auf Deutsch. Durch, Fester, ich gehe dich. Das ist nicht, wie ich normalerweise auch spreche. Ich mache nur das didaktisch, damit du das siehst. Aber ich werde mit meinem Akzent von São Paulo ganz normal dois festa isqui dez aussprechen. Und so wird es allgemein in Brasilien ausgesprochen. Nur in Rio de Janeiro ist sch laut. Okay? Musst du das nicht merken. Nur eine Kleinigkeit. Und aufpassen, wenn wir DE, DI sehen, dann DI immer und DE am Wortende, dann ist unser Laut G wie Jeans. Und das ist allgemein so in Brasilien. Es gibt Regionen, wo das nicht unbedingt so sein muss, aber allgemein ja. Okay, deswegen sagen wir Diego tardi und auch Desculpe. Okay? Und bei DI immer und DE am Wortende, dann ist unser Laut tsch wie tschüss auf Deutsch. Das heißt Thiago noite. Ich wiederhole unsere Beispiele. Diego tardi, Thiago noite. Okay? Und so klingt es in Brasilien. Dann pass auf. L am Wortende oder L am Ende der Silbe vor Konsonant wird wie U ausgesprochen. Das heißt Miguel Thelma. Miguel Thelma. Okay? Bei Miguel ist dieser U stumm. Okay, warum? Weil GUE ist als Regel U stumm in dieser Kombination. Aber L am Ende wird als U ausgesprochen. Okay, deswegen, ja, Portugiesisch hat solche Besonderheiten. Okay, es ist nicht unbedingt, was wir lesen, werden wir aussprechen. Aber es gibt allgemeine Prinzipien, die du jetzt lernst. Und das sind die allgemeinen Prinzipien. Und das hilft schon. Okay, wie kannst du Portugiesisch richtig aussprechen in Brasilien? Okay? Gut, dann weiter geht es mit Dinheiro. Okay, Dinheiro klingt wie Cognac. Okay, Dinheiro. Und Cachaça klingt wie Schule. Cachaça. Dann hast du Mulher, klingt eher wie Familie auf Deutsch, ein bisschen. Und Homem. H ist auf Portugiesisch stumm. Aber in dieser Kombination ist es ein bisschen speziell. Aber hier Homem. Stumm wird geschrieben, aber nicht ausgesprochen. Und werden wir zum Schluss unsere Buchstabe R aussprechen. Okay, warum? Weil es ist ein bisschen anders. Okay, warum? Auf Deutsch haben wir zum Beispiel das Wort Republik. Okay, und für Republik wirst du hier R machen. Okay. Zäpfchen. Und das ist Deutsch. Aber in Brasilien werden wir das nicht machen. Portugiesisch allgemein auch nicht. Ist nichts für uns. Okay, wir haben anders. Und beginnen wir, indem wir beobachten das Wort Avocado. Okay, das kannst du auf Deutsch aussprechen. Avocado. Avocado. Was hast du mit B hier gemacht? Pass auf, das sind deine Vorderzähne und das ist deine Zunge. Deine Zunge hat Kontakt mit unseren Vorderzähnen. Okay? Avocado. Und das ist langsam und viel Kontakt. Und so wird es D in Brasilien oder in Deutschland ausgesprochen. Okay? Gut. Wir werden das recyceln. Okay? Warum? Weil, wenn wir Markus aussprechen, Mario, Murilo, André, machen wir fast das Gleiche, was wir hier gemacht haben. Aber Unterschied ist, dass unsere Zunge ist schneller und es gibt weniger Kontakt mit unseren Vorderzähnen. Deswegen werden wir Markus. Ist nur die Zunge hier im Einsatz.
Es gibt keine Luft. Die Luft wird nicht ausgestoßen. Okay? Es ist einfach Markus. Die Zunge macht die Bewegung. Die Zunge arbeitet. Nur die Spitze der Zunge. Aber unsere Kehle macht nichts und es wird keine Luft dann rauskommen. Okay? Dann pass auf. In diesen Kombinationen hier, das heißt R in Mitte des Wortes oder am Ende des Wortes, klingt fast wie Avocado, aber die Zunge ist schneller und es gibt weniger Kontakt. Markus, Mario, Murilo, André. Okay? Und das ist so wichtig zu merken. Und wir haben noch eine zweite Variante von R. Und hier ist R am Wort Anfang oder zwei R's zusammen in der Mitte. Und hier, was wir machen werden, ist das gleiche wie im Deutsch Hallo. Das ist unsere Kehle und Luft raus. Rafael, Renata, Raquel, Moro. Siehst du, wie im Deutsch Haus oder Hallo. Kein Unterschied. Siehst du, wir recyceln. Okay? Und pass auf. Bei Markus, ich komme aus São Paulo und ich werde Markus aussprechen. Und das ist völlig richtig. Ja, in Südbrasilien. Aber in anderen Gebieten wird es eher Markus ausgesprochen. Mit diesem H-Laut. Okay? Das heißt, R vor Konsonant in Mitte des Wortes. In vielen Regionen von Brasilien wird R als H ausgesprochen. Zum Beispiel Nachmittag haben wir schon gelernt. Das heißt tarde. Und tarde ist, wie wir in Südbrasilien dann aussprechen werden. Tarde. Aber in vielen Regionen von Brasilien wird es eher tarde ausgesprochen. Beide sind richtig. Okay? Es ist nur, dass wenn du unterwegs bist, wirst du spüren, dass die Leute ein bisschen anders aussprechen. Aber die Kommunikation ist immer perfekt. Okay? Gut, dann sehen wir Beispiele von Wörtern, wo beide Laute sind. Roberto. Zuerst hier Kehle und dann nur Zunge. Roberto. Okay? Obwohl in vielen Regionen von Brasilien eher Roberto ausgesprochen wird. Dann beides mit der Kehle. Okay? Aber in São Paulo sagen wir Roberto. Und dann Romário, Rodrigo. Romário, Rodrigo ist immer gleich in Brasilien. Immer. Okay? Gut. Und das war das Schlimmste. Okay? Eigentlich diese ersten Minuten, dass du deinen ersten Kontakt mit Portugiesisch gemacht hast, das war dann die Schlimmste in deinem Leben. Okay? Warum? Weil ab jetzt wird alles einfacher. Okay? Natürlich neue Sprache, neue Laute, neue Buchstaben. Boah, eine Menge neue Sachen. Aber keine Sorge, das war dein erster Kontakt und diese ersten Minuten sind immer die, man fühlt sich ein bisschen, oh, was soll das? Das ist alles so anders. Aber das ist völlig normal. Ab jetzt wird alles immer ein bisschen einfacher. Okay? Und so ist bei einer Sprache, bei einer neuen Sprache. Okay? Am Ende von unseren Lektionen im Minikurs findest du eine Zusammenfassung. Und ich werde mit dir die Zusammenfassung nicht machen, weil hier sind keine neuen Sachen für dich. Nur Wiederholung. Deswegen, das kannst du im Material einfach anschauen. Okay? Dann, ich hoffe, dass dieser erste Kontakt mit dem brasilianischen Portugiesisch dir gut gefallen hat. Und dann, wir sehen uns bald in unseren nächsten Lektionen. Und dann wirst du in dem Minikurs die allernötigsten Basics für brasilianisches Portugiesisch lernen. Okay? Obrigada, danke und ciao, tschüss.